Und da sind wir auch schon wieder. So. Tada. So, Cobblestone, genau. Ich tun, abhacken, Cobblestone. Dafür brauche ich erstmal Cobblestone, um eine Axt zu bauen oder eine Pick, Axt, Picke. Whatever. Mein Speiseplan: ein Muffin, vier Donuts und drei Kekse. Das klingt so verdammt gesund, ich bin stolz auf mich. Hab einen Schmetterling gefunden. Oh. Siehst du, Fun Fact, diese Schmetterlinge sind gar keine Entities, sondern die sind praktisch, ja, quasi Blöcke. Das ist mir letztens aufgefallen. Die haben nämlich keinerlei Interaktion irgendwie wie normale Entities hätten. Ups. Ich wurde gehauen. Ich werde nicht gehauen. Zillin, du Monster, warum haust du mich? Ich war doch immer lieb. Meine Mami. So. Ich mache den Tunneleingang so richtig schön mit Treppe, ja? Okay, ich glaube, wir sind gerade, oder ich bin gerade nicht in der Höhle, von dem alle reden. Meine Höhle ist ganz schön klein. Oder ist sie noch am Eingang? Ah, ja, hier hat jemand einen Eingang geschlagen. Ah. Ja, gut. So, eigentlich picke. Wer bedankt sich denn hier so eine Unverschämtheit? Kerzen gehen im Wasser nicht, müssen wir erst trockenlegen. Ach so, ja, das Auch ist. Nicht am Wasser. Ja, das ist so ein Feature, was Itawil auch mit hinzugefügt hat. Genauso wie Fackeln halt auch wehtun, aber das Feature habe ich manuell wieder, also das konnte man deaktivieren. Aber eben, genau, Fackeln kann man im Wasser nicht platzieren. Voll traurig. Was ja auch realistisch ist, irgendwie. Ist schon, ne? Ich meine, Leute können auch unter Wasser eine Erleuchtung haben, aber dafür bitte Glühlampen nutzen und keine Fackeln. So.
Achso, für die Bauherren unter euch, dürfte euch vielleicht schon aufgefallen sein, aber es gibt diese wie Placement-Mod, gerade für Dachbau vielleicht zu empfehlen. Ja. Wollte ich nur angemerkt haben. Okay. So. Wasser ist abgegraben, sollte aufhören zu fließen. Hast du Holz? Ich möchte Suppe machen. Ach, da unten sind sie alle. Ich gucke mich hier gerade um und wie keine Namen mehr, aber dabei seid ihr alle unter mir. Alle weg. Ja, ne? War gerade voll verwirrt. Ich dachte schon, was irgendwie abgestürzt irgendwas, oder? Hatte schon richtig Panik. Ich dachte, keiner mag mich mehr. So, ich brenne mir erstmal Clean Stone. Oh, der Server leckt aber gerade wirklich ganz schön. Ach nee, war gerade nur temporär. Okay, dachte schon. So. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich Eisen gefunden habe und dabei war. Kannst du mal bei dir das mit dem Mikrofon, das jetzt nur beim Sprechen aktiv werden soll, abschalten, weil du kommst, also deine Stimme kommt zwar an, aber sie bricht quasi ab, bevor du aufhörst mit dem Reden. Oder sie probieren so. Ich hab's noch ein bisschen empfindlicher eingestellt. Ja, so klingt's besser. Okay. Thomas, komm mal, ich bin tief unter und habe da kein Home. Stimmt, Homepoint muss ich auch noch setzen. Ha! Ja, ich sehe zumindest einen Kupfer oberhalb. Ja, wie gesagt, der Mapchen, der ist ganz schön ja, stiefmütterlich. Da muss man wirklich bei Ressourcen echt lange suchen. Also die Mine, die ich da am Spawn gebaut habe, ab minus 150, 200 kann man sich super versorgen. Ich habe also Eisen 200 schon gehabt. Erst ab einer gewissen Tiefe kommt das relativ häufig. Aber normalerweise bei Mapgen 7, da war es ja auch schon, dass man quasi ab 0 schon Eisen findet. Zwar nicht so viel, aber man findet zumindest ausreichend, sage ich jetzt mal.
Aber eben, bei dem Carpentin, da findet man unterhalb, also oberhalb von minus 100, findet man echt nahezu nichts. Da findet man nur Kohle. Hilfe! So, Celine ist mal raus. Tschüss, Celine. Schreibt mir Briefe, die mit großer Papier. Wobei man das nicht sagen sollte, wenn ihr Vater auch online ist. Das war jetzt ganz schön dumm, ne? So. Oh, Fehler gemacht. Au, au. Bist du dem Tode nah oder was für ein Fehler? Kein Holz mehr, kann keine Axt bauen. Oh, ja gut. Ich habe gerade gegenteilige Probleme, ich habe keinen Cobblestone mehr. Hast du Cobblestone? Wenn ja, komm ich mal zu dir, dann können wir ein bisschen tauschen. Ja, ich habe Cobblestone, grabe mich langsam nach oben. So, dann nehme ich einfach mal ein Stack Holz mit, könnt ihr dann damit, ja, verwenden, wie es euch geliebt. Habt ihr ein bisschen Vorrat. Suche Person, da. Aber kann es sein, dass ihr in einer ganz anderen Höhle seid, als ich, als da, wo ich gerade den Eingang baue? Und wie geht mein Der Eingang ist hinter dem Gebäude mit dem weißen Sandstein. Ach Gott, ja, dann war ich ganz woanders. Mist. Gut. Ah, gefunden. Oh, hier geht's ja gut runter. Ich bin auf minus 72, komm hoch. Aha, found it. So, da hast du eben ein bisschen Holz. Eben saß eine weiße Spinne auf deinem Kopf. Es war mein Haustier. Oh, Entschuldigung, jetzt ist es aber ein String geworden. Oh. Dankeschön. Noch eine Ladung. Ja, doch, immer gerne. Yay. Ich hätte mir mal ein Schwert bauen sollen, bevor ich runtergegangen bin. Hier war gerade so ein Eisenmonster. Ich konnte es aber gut umschiffen. Mit meinen taktischen Skills. So, da. Und jetzt da. Perfekt. Klackert da so wie Nagelschneiden. Ja, ne? Hallo? Hallo! Ach, geht wieder. Irgendwie hatte ich Probleme mit Mumble gehabt, dass irgendwie keinerlei Sprache mehr angekommen ist. Ja, ja, hat man gehört, da war so die ganze Zeit so ein Klacken, wie als wenn sich jemand gerade die Nägel schneiden würde oder sowas. So ein Klick, Klick, so ganz kurios. Aber ja, jetzt ist es weg. Sehr merkwürdig, aber jetzt geht's wieder. Definitiv. Sehr gut.
So, dann würde ich mal sagen, den Höhleneingang, den ich aus Versehen angefangen habe, den lasse ich so weit. Der sieht so aus, dass man den definitiv so lassen kann. Und dann fange ich das bei der richtigen Höhle an, den Höhleneingang zu bauen. Ich war nämlich komplett bei der falschen Höhle. Mein Homepunkt ist in einem Gebäude gewesen. Sehr gut. Oh. Ja, ich habe den vorhin einfach so gesetzt und nun, als ich gerade gespawnt bin, saß ich in einer Wand. Du warst einfach darauf bedacht, Holzwürmer zu suchen und den Zustand des Bauwerkes zu überprüfen. Sehr intensiv. Ja, natürlich. Genau, genau. Einfach nur schön reden, dann passt das schon. So, jetzt habe ich jetzt mal in dem Lager als Homepunkt gesetzt. Ja, eben, genau. Ich hab hier direkt auf so einem Wegekreuz Homepunkt gesetzt, in Hoffnung, dass hier nichts gebaut wird, was mir schlecht ist. Auch eine Variante. So, die Frage ist nur, wenn ich jetzt hier den Eingang von dem Tunnel schön bauen soll, bis wohin soll denn das weiße Gebäude hier werden? Oder wäre es nicht sinnvoller, den Tunneleingang in das Gebäude einzubauen? Also praktisch das Gebäude... So das Gebäude ist das Dach über dem Loch oder so. Okay, gut, dann baue ich nämlich den Tunneleingang quasi als Keller für das Gebäude aus. So, okay. Also Tin habe ich auch schon gefunden. Na, Zinn braucht man hier gar nicht so viel, weil hier ist dieser Umrechnungsfaktor von 8 zu 1. Man braucht also immer 8 Kupfer auf 1 Zinn. Oder kann man Zinn auch so gebrauchen? Glaube nicht, ne? Hab noch keine Ahnung, wozu ich das brauchen soll. Ich habe bisher nur Eisen verwendet. Ja, na, hier nutze ich das sehr gerne, weil eben der Carpenter Mapchen ja ein bisschen geizig ist, kommst du halt eher an Kupfer und Zinn ran als an Eisen. Und damit war das meine erste Werkzeugausrüstung quasi. Ja, ansonsten eben kannst du quasi überall da einsetzen, wo du halt auch Eisen einsetzt. Außer Dirk, bist du hier unten in eine Sackgasse geraten? Ja. Eisen. Oh. Genau an der Stelle der Höhle, wo die Höhle nicht mehr weiter runtergeht. Da kann man sich ja meistens noch ein bisschen vorkramen. Ist ja meistens so, dass es denn in der näheren Umgebung noch ein bisschen mehr ist. Auch wenn ich... Hier ist ein großes Loch, ich kram mich wieder hoch. Oh! Bei mir lungert hier so ein Schaf rum, direkt bei dem Eingang zur Höhle und überlegt gerade stundenlang, ob es runterspringen soll oder ob es umbleiben soll. Na komm, Schaf. Freitod ist kostenlos. Du bist halt nur mit deinem Leben. Nö, geht weg. Okay. Oh, falls jemand die ganze Holzkohle sucht, die ist bei mir im Inventar. Habe ich vergessen, wieder zurückzulegen. Nee, der Ronny will alles für sich behalten. Alles meist verkauft auf eBay. Möhrensaft ist fertig. Ah!
Stimmt, ja, eben, Getränke gibt's ja hier auch. Wobei ich Getränke echt ein bisschen unfair fand. Ich habe letztens im Let's Play Kaffee gemacht. Und für Kaffee brauchst du relativ viele Zutaten. Aber eine Kaffeetasse gibt dir gerade mal einen einzigen Sättigungspunkt zurück. Also eins oder zwei Sättigungspunkte. Also echt ein Witz. Also entspräche ja dem natürlichen hohen Wasserverbrauch für Kaffee. Eigentlich Umweltzerstörung. Eigentlich schon, ja. So, habe ich irgendwas Spannendes verpasst? Ich habe gerade mit meinen Zuschauern gesprochen. Was Spannendes verpasst? Ja, also, nö, eigentlich nicht. Ich habe nur irgendwas mit Kaffee gehört und Kaffee ist immer gut. Ja, wir haben gerade genau das Gegenteil behauptet. War also ganz gut, dass du nicht zugehört hast. Ach, so. Ja, ich merke das schon. So, the dimension of my Keller. Hier geht's auch schon. Passt. Oh. Ja, ich baue gerade einen Keller aus. Muss nur gucken, wie groß der Bereich wird. Ja, ein großer Keller, ne? Na, so groß von der Dimension, wie das Gebäude, was da drüber ist. Weil es soll ja dazu ein passendes Kellergeschoss, dickster Bumster werden. So, das geht 1, 2, 3, 4 und verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rein. Set for she said. 1, 2, 3. Muss ich noch 5. Wer will Möhrensaft? Ich. Yay. Oh, Möhrensaft. Thanks. So, ich würde mal sagen, als Untergrund für das Kellergeschoss lassen wir diesen Cleanstone. Die Seitenränder, da auch Cleanstone? Nee, da fehlt ja der Kontrast. Die Frage ist nur, mache ich das mit Sandstein, mit diesem texturierten oder Cobblestone? Also auf dem Boden würde ich Cobblestone machen. Auf dem Boden Cobblestone, okay, gut. Dann nur ich zum Laufen halt. Ja. Gut, dann klaue ich hier den Cleanstone auch weg. Und an die Wände kannst du dort diese schönen Steine machen. Ich hab Cola oder Fanta? Ich hab Fanta. Hört man! Ich hab gerochen. Also seitlich auf so knapp 100 Meter Tiefe ist das Höhlensystem enorm noch verzweigt. Sehr schön. Ja, eben so. So Höhlensystem habe ich mir unter diesem Map-Gen noch gar nicht so angeguckt, wie die eigentlich aussehen. Cool. Dann haben wir hier also auch relativ gute Höhlen. Möchte auch sein. Ich meine, ist mein Test, ne? Da geht's um Bauen und Buddeln, um Spaß haben beim Buddeln und so. Da sollten die Minen dann schon gut sein, auf jeden Fall. Ja. Wo war der Ausgang? Folgen Sie meinem Namen. Er führt Sie zum Licht. Außer das Nummer dazwischen. Und dann nicht. Thank you.
So, dann nochmal Flucht überprüfen und hoffen, dass der Keller auch tatsächlich so gefroren ist, wie er sein sollte. Achso, ja, genau. Genauso gut, für Steinarbeiten wäre natürlich so eine Spitzhacke optimal, ne? Ja. Schon irgendwie. Ich kann mich erinnern, in den Handbüchern irgendwie sowas gelesen zu haben, ja. Irgendwie ist da sowas erwähnt gewesen, ne? So, machen wir gleich mal zwei, dann haben wir ein bisschen was davon. Wie war 26 von 30? Ist doch noch nicht voll. Voll wäre 31 von 30. Ich hatte nichts mehr. Ich konnte den Möhrensaft erst nicht nehmen. Jetzt bin ich aber auch gesättigt. Yay. Boah, aber echter Möhrensaft schmeckt doch echt. Oder, ja doch, genau, schmeckt doch echt geil. Ja, also besser als Tomatensaft, sicher. Der Tomatensaft schmeckt ja nur im Flugzeug. Also ich hier bei Makro. Ich muss zugeben, ich habe Tomatensaft nur einmal getrunken, von daher kann ich nicht sagen, ob es einfach nur in dem Fall schlecht gewählt war oder allgemein, aber Tomatensaft schmeckt mir absolut gar nicht. Verdünntes Tomatenmark, ne? Ja. Wie mag das schon schmecken? Ich weiß es. Wie verdünnter Tomatenmark. Yay. Krieg ich das rein? Nein. Oh, ich habe mich eingebaut. Tja. Strafe kommt sofort. Ich bin mal wieder im Tageslicht. Wo ist meine Sonnencreme? Ich kriege hier jetzt Getränke. Ach, Karottensaft. Sehr schön, vielen Dank. Ja, fühle ich nur Sicherheit. Und ein leeres Trinkglas bleibt über. Fühl dich mal in Sicherheit. Eigentlich wollte er dich ertränken. Ach, verdammt. Schnell weg. Wobei die ersten neun Eisen sind im Ofen. Yay! Ich schmeiß mal 11 dazu. Zack. Oh, die Blätter verbrauchen sich aber schnell beim Brennen, ne? Ja. Blätter halten relativ kurz. Der Vorteil bei den Blättern ist halt, die Sachen, die du halt brennst, verbrauchen nicht länger zum Backen, sondern du musst halt einfach nur öfters mal Sachen nachlegen. Aber eben so viele Blätter, wie wir haben, da ist das auch nicht so schlimm, wenn die sich etwas schneller verbrauchen. Ganze Kiste voll, das ist egal. Eben. So, was wollte ich jetzt hier oben eigentlich? Irgendwas wollte ich holen. Na egal. Als du meintest mit Lag Extrem, soll ich neu starten oder? Nö, geht. Ich bin auch zufrieden. Okay. Als du meintest mit dem Keller die Seiten mit Schönstein auskleiden, meintest du da diese Steinziegel oder hast du da was anderes gedacht? Ja, du kannst ja aus den gebrannten Steinen kannst du ja diese Ziegelblöcke, diese Steinblöcke. Okay, gut, mach ich das. Das ist eigentlich immer so mein Standard. Cobblestone auf dem Boden, die Blöcke dann an die Wand und Decke halt nach Bedarf. An der Decke ist jetzt nur ein Stick, von daher ist da quasi dieser Sandstein, der, ja. Gut, der ergibt sich dann ja dadurch. Genau. Ich wollte Cobblestone brennen. Ja. Hab nämlich nur noch 17. Das reicht nicht allzu weit. So, 29. So wieder ein bisschen aufzuräumen, gar nicht so einfach. Auch wenn jeder einfach sein Kram in die Kiste schmeißt, ne?
Irgendwann haben wir einfach mal so 40 Kramkisten, keiner weiß mehr, wo irgendwas ist. Man könnte sich natürlich auch die Mühe machen, irgendwie mit Pipeworks ein automatisches Filtersystem einbauen. Das habe ich immer. Riesenlager, automatische Sortierung, das ist Standard. Aber hier ja. Hat es Pipeworks? Pipeworks nicht, aber nicht. Diese, wie gesagt, hier ist ja Dwarva mit drauf und da gibt es auch Dwarva Controller. Also da schmeißt er einfach alles in den Controller rein und der verteilt dann automatisch in die entsprechenden Dinger. Okay. Nur eben, dazu müssen wir hier erstmal alles auf Dwarva umstellen. Der Vorteil bei den Dwarven wäre natürlich, dass man, wie gesagt, gleich von außen sieht, was drin ist. Nachteil wäre halt, pro Block kann man maximal 4 verschiedene Items einlagern. Wobei, so viele Kisten, wie wir haben, geht das tatsächlich. So, was wollte ich? Genau, Cleanstone. Oh, aber da ist halt die Frage, wie das mit der Framerate dann aussieht. Das sind dann ja alles Entities, die da vorliegen. Ja, eben. Ich meine, hier geht es tatsächlich zum Beispiel noch, wenn wir jetzt angenommen, wir würden die ganzen Schilder hier damit ersetzen, dann würde das tatsächlich noch gehen. Bei dem Myclone-Server, da habe ich aber zum Beispiel ein Lager mit, weiß nicht, über 80 Kisten und da merkt man es dann doch schon, dass die Framerate merklich runtergeht. Also man darf es halt nicht übertreiben. Aber so kleinere Lager rum wie hier, das ist kein Problem. So, 53 Cleanstone, sieht doch gut aus. Nur das war der restliche Cobblestone in einer von den Kisten. Na, Cobblestone habe ich jetzt noch 16. Kann ich auch gleich mit in den Ofen reinschmeißen? Ja. Oh. So. Ja, doch, tatsächlich. Mit den Steinziegeln und dem Cobblestone, das sieht echt geil aus. Ja. Da bin ich einfach zu unkreativ, mir was Neues auszudenken. Das mache ich immer so. Hast du noch welche? Steinziegel jetzt nicht mehr, nein. Da habe ich jetzt gerade meinen letzten, verlegt. Mal hier den Rest, den ich jetzt noch da habe, eben einmal zu. Ganz genau. Hier, wo die Treppe runter geht, müssen wir sowieso gucken, wie wir das denn hier auskleiden. Boah. Einfach auflassen. Ja, genau. So. Das ist doch ein schöner Keller geworden. Ja. So. So, wie war das mit den Früchteaufteilungen nochmal? Wir haben zwei Kisten. In der einen Kiste, da waren die Früchte drin, die du nur noch entweder essen oder für Gerichte verarbeiten kannst. Und in der anderen Kiste sind die Früchte, die du auch einpflanzen kannst. Heißt also, die Kiste, wo auch die ganzen Samen drin sind, da sind die Pflanzen drin, die du direkt auch einpflanzen kannst wieder, genau.
Also einen Apfel kann ich nicht pflanzen, aber da sind auch die Tomaten drin und der Mais. Ich bin unschuldig. Ja, Tomaten und Mais kannst du ja auch so essen. Ja, jetzt ging um das Anpflanzen können. Das kann, glaube ich, nicht. Das kannst du nicht aufteilen. Ja, ja, doch. Ja, ich habe jetzt mal alle Samen zusammengetragen, also alles, was Getreide ist, damit man das mal trennen kann. Und bei den Sachen würde ich dann Obst und Gemüse trennen, dann hätte man, weil sonst ist es zu viel. Ja. Na. So, aus welchem Material besteht denn jetzt hier dieses weiße Gebäude? Das sieht mir aus wie Beton oder Diorite? Quatsch. Clay. Ah, Silver Sandstone. Ah, gut. Silver Sand. Ja, aber Clay ist auch noch in irgendeiner Kiste. Ich habe das irgendwo reingeschmissen. Kiste links hinten, 6. Ja. Einmal grau und einmal rot. Ich sehe die Lehmziegel. Na genau, hier ist grauer gebrannter Ton drin. Oh. Ja. Ah, das ist oben links, die 4, aber das müssen wir auch dann zusammennehmen, aneinander legen mit dem Klee, sonst sucht man sich ja um. Ja, Mann. Also wenn ich mir unsere Kiste so ansehe und das mal auf andere übertrage, dann weiß ich jetzt oder ich kann nachvollziehen, warum der Bau von BER so lange dauert. Ich glaube, trotzdem werden wir eher fertig. Ja. Mit was fertig? Mit dem. Mit dem hier bitte beliebiges Objekt einfügen. Mit dem in eckigen Klammern irgendwas. Genau. Geh noch mal ein bisschen Lehm holen. Ja. Da scheint ja der Map-Generator auch irgendwie mit zu generieren an einigen Stellen. Was genau? Lehm oder? Das ja, den gebrannten Lehm. Irgendwo ja, genau. Hier in der Höhle, ganz genau, das ist auch Teil von. Wo dann auch schon. Ja, genau, da in der Höhle, wo du bist, da war das, wo ich angefangen habe. Naja, genau, die war komplett voll irgendwie. Da ist auch ganz viel roter Lehm noch. Ah. So, ich mache erstmal kurz eine kleine Folgenunterbrechung. In dem Sinne, Schau mit V.